Nun sollte das gehen. Ja, guck mal. So. Na, endlich. Ja, was lange währt, wird endlich gut. Hat ein bisschen gedauert. Ein bisschen technische Schwierigkeiten mit der ganzen Geschichte. Aber jetzt sind wir online. Eine Kamera geht immer noch nicht, aber ich habe hier meine kleine Facecam und die richte ich einfach auf das zu malende Objekt. So, nun kann das losgehen hier. Der lacht. Schön ist, Airbrushen kann man auch mit einer Hand. Also eine Miniatur würde ich jetzt nicht brushen wollen, aber für Gelände reicht. Der Pjoda ist da. Der Pjoda. Der Turbopups, moin Völke. Na, alles klar? Ist ja richtig voll hier heute. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, der Kai ist natürlich auch wieder da, aber ich zeige ihn euch mal. Da ist er. Hallo. Wahrscheinlich bekotzen sich jetzt mal alle, wenn ich die Kamera so drehe. Ja, der Einarmige sprüht heute nur, weil das kann er wenigstens mit einem Arm. Und das muss ja auch mal fertig werden, scheiß Gelände, ne? Ich
habe meine Webcam einfach mal aufgekoppelt. Ja. Nein, da ist Airbrush-Anlage im Hintergrund am Laufen. Das ist die richtige Entscheidung. Immer schön den Mittwoch nutzen, um selber auch zu malen, Völker. Das macht Sinn. Noch ein Guild Ball Team? Oder hattest du schon immer Fischer? Ich weiß es gar nicht. Völker schon immer Fischer? Nein, mit den Hunden. Ich weiß gar nicht, so lange hat er die noch nicht. Ja, meine sind immer noch nicht grundiert. Ist ja nicht so, dass ich nicht auch Guild Ball Figuren hätte. Farbe drauf auf das Ding, Alter. Ja, es ist, wir haben so schöne große Geländestücke und das ist. Ich finde alle so, so ein Schattendasein irgendwie. Stehen da unbenutzt und unbespielt rum. Jetzt in der 8. Edition kannst du auch mal richtig auf die Kacke hauen, Gelände, weil du jetzt wieder diese Zonenregel hast. Und zwar ganz eindeutig mit Deckung hast du nur, wenn du drin stehst. Ich
Bachelorette? Was ist denn das? Was ist Bachelor? Martina? Was ist das der? Ja. Die Frau, die mit den, wo die Männer sich prostituieren. Genau. Wo die Männer die Schlampen sind. Ja, da würde ich auch lieber malen. Ja. Völk ist geflohen. Tja, Völke, das ist der Nachteil, wenn man geheiratet hat nachher, ne? Dann schmeißt man, sonst hätte man die Alte rausgeschmissen. Dann ist vorbei. So, wo ist das schon mal grau? Was so lustig war. Der hässliche Teil sauber machen. Krass, obwohl das war ja fast so schon türkis, ne? Ja. Das sieht geil aus, ja. Das sieht gut aus. Das ist halt sehr technisch, ne? Ja. Sonst sind die immer sehr düster im originalen Schema oder sehr organisch, je nachdem, wen man. Ja, gut, organisch sind ja eher die. Was du danach. Die ist ja echt nur Rüstung. So, ein schönes Rodok-Symbol auf dem Schulterpanzer. Mhm. So. Ab. Das ist krass, wie viel heller das aussieht auf dem Bild. Ja.
Das ist wieder so eine dieser Stellen, ne? Keine Grundierung drauf. Also die hast du beim Grundieren vergessen. Die hast du beim Grauansprühen vergessen. Und jetzt in der zweiten Schicht einmal rum auch vergessen. Ja. Und jetzt fällt sie dir auf. Das ist so... Genau so bei der vierten Schicht festzustellen, kommt der Gusskaffee. Ja, es ist auch so. Ein Phänomen. So. Ja. Ja, ja. So. So weit, so schön. Ja. Wir hatten die Mission der Mittellinie, waren zwei Zimmerflieg zum Sachen ausholen. Und jeder hatte in der Mitte an der Kante seiner Aufstellungszone ein spezielles Missionsziel mit drei Struktur, Rüstung 8. Und man bekam Punkte, wenn das noch heil war am Ende. Ja. Und man bekam Punkte, wenn man das vom Gegner kaputt gemacht hat. Geht aber nur im Nahkampf mit Antimaterie. Also Sprengladung oder spezielle Nahkampfwaffen oder ein Tech. Konnte das auch passieren. Ja. Gideon fängt an. Erstmal ein super Hacker-Duell. Ein Assault-Hacker gegen meinen Killer-Hacker. Und am Ende vom Duell war meiner isoliert. Ja. Hatte einen Target-Marker. War immobilisiert. Ja. Und dann kam der Tech, hat ihm eine Granate ins Gesicht gedrückt und er war tot. Aber echt witzig so. Weil erst immobilisiert und er drückt immer Reset und der Hacker drückt ihm noch einen rein und noch einen Marker und noch einen. Ja, hat Befehle geschluckt, ja. Der Knabe. Bin ich in meiner ersten Runde mit dem Fünferling vorgerückt und habe versucht, seinen Hacker da zu erwischen. Hatte erst Glück, dass ich mit einem Raketenwerfer seinen Fünferling kaputt gemacht habe. Ja. Doc und HMG mit dem Raketenwerfer, beide tot, nicht mal bewusstlos. Aber sein Hacker hat denn mich wieder aufgehalten, ich hatte noch zwei aus dem Link-Team verloren. Anfang seiner Runde hat er den Rest vom Link-Team einmal weggefegt und stand nachher mit seinem Tech in der Mitte. Ja. Aber keiner kam irgendwie an... an das gegnerische Ziel ran. Jeder hatte einen Punkt für Coup de Grâce, weil wir beide die gleiche Karte gezogen haben. Ja. Und Gideon hatte dann zwei Punkte, weil er zwei Gegenstände aus den Kisten gezogen hat und nicht nur einen. Ja, dadurch, dass ich dieses große Link-Team verloren hatte, hatte ich eine Gruppe mit 5 Leuten und eine Gruppe mit 4. Hatte aber keine Kommandotoken mehr. Na. So, also. Shit. Hat er aber auch in der Mitte hier noch Dog Warrior Mac Mirror. Der musste aber auf die Hackerin los mit seinen Extreme Patches. Hat er auch gemacht, hat sie in zwei Teile geschnitten. Sozusagen Pflichtbewegung. Und hat er noch Rauch geschmissen. So, dann hatte ich die Wahl. Ich hatte 4 Befehle in der Gruppe, wo überhaupt noch Spezialisten waren. Hätte ich also mit einer Ärztin zu dem einen Teil gehen können und sagen können, so, ich versuche mal mit einem Wurf einen Teil rauszuholen, dann haben wir einen Unentschieden. Ja. Oder McMurray geht stumpf vorne durch und und haut das Ding kaputt. Ja, ich habe mich dann für Nummer 2 entschieden. Der Tech war auf Überwachungsfeuer, noch ein Fusilier auf Überwachungsfeuer und noch ein Fusilier. Ja. 4 Befehl. Erster Befehl, Tech schießt 3-mal, der Fusilier schießt 3-mal, er schmeißt eine Rauchgranate. Tech trifft zum Glück nicht, der andere trifft mit einer 1, ich auch eine 1. Also nichts passiert, aber auch kein Rauch. Ja. Nächster Befehl, wieder Richtung Ziel. Wieder das gleiche. Ich muss mal ein bisschen Wasser durch meine Airbrush spülen. Sind gleich wieder da. Ja.
Priesterin von Sehanin. Die habe ich doch vorhin gesehen im Aktionshaus. Ach, ist schon wieder kaputt. Sorry. Ich gehe wieder weiter nach vorne, schmeiß wieder Rauch, will schön den Rauch auf die auf das Missionsziel schmeißen, damit ich das in den letzten beiden Befehlen in aller Ruhe in Stücke schneiden kann. Trifft er mich besser, der Heini. Ein Lebenspunkt verloren, aber noch da. So, vorletzter Befehl, keine andere Wahl, Bewegung ans Ziel und drauf geklopft. Ja. Er schießt auf mich, alle Rüstung gehalten bei mir. Oh. Ein Treffer auf das Missionsziel, AP Double Action, zack, zwei Rüstungen weg, also zwei Punkte kaputt. Unentschieden. Letzter Befehl. Ich wieder aufgekloppt, er mich beschossen, ich wieder überlebt. Und das Missionsziel hat leider wieder keinen Rüstungswurf geschafft. Ja. Und zwei Punkte nur. Mit dem letzten Befehl. Aber es war die ganze Zeit spannend. Wer kommt hier wohin? Welcher hätte gewonnen das Duell? Ja, immer wenn der eine Verluste hatte, hatte der andere ungefähr die gleichen Verluste im gegnerischen Spiel. War schon echt witzig. Ja, das sind immer die schönsten Spiele, wenn das so nehmen kann. Ja. Brauche ich aber irgendeine Farbe. Ja. Für die Türen und sowas. So ein bisschen Gold. Ja, Gold Messing oder sowas. Ja, Messing, ja. Gold ist, glaube ich, so. Oder so ein Messing. Eigentlich Rost, aber das könnte genau der Ton sein. Ist schon gedeckt. Hat aber auch nochmal eine andere Airbrush. Oh,
Völk hat sich eine Lupenbrille geholt. Ja, ich habe hier eigentlich so ein sowas gehabt. So eine Lupenleuchte. Aber ich muss gestehen, die habe ich mal weggebaut, weil die Federn so mittlerweile so schwach wurden. Und das dann so leichter war, weil ich habe das nicht mehr benutzt nachher. Muss ich gestehen. Ich habe mir das auch exakt aus dem Grund mal gekauft. Damit das ein bisschen... man so ein bisschen dichter rankommt und ein bisschen feiner malen kann. Das ist auch ganz cool, aber ich habe es nachher einfach nicht mehr benutzt. Aber meine Figuren, weil ich Cypher, ich spiele eigentlich hauptsächlich fast alle Helme. Deswegen habe ich so diese Pupillenproblematik nicht. So nur für die umgebaute Pupille, ne? Genau. Dick die Farbe. Dann bürste ich das golden. Ach ja. Ich glaube, dann sieht das gut aus. Thank you.
ziemlich verstopft schon. Ich sage ja zu heißem Kaffee. So, nur war der nicht mehr heiß. Blah. Kalter Kaffee.
Haus denn? Das ist unglaublich. Man dann wohl einbringen können. Unglaublich. Definitiv kein militärisches Gebäude. Guck mal, wenn man das auseinander nimmt, dann ist das zum Brushen vierhandlicher. Oh nö. Doch. Da gibt's schon die ersten Kollateralschäden. Das ist ja auch eine gute Idee. Ja, aber es ist. Guck mal, so geht das vielleicht dann. Leichte geht, habe ich mir gedacht, nimmst das Ganze raus. Krieg die Klebe besser drauf. Ja, tschüss, Turbo. Bis denn dann.
wäre lustig hier. Das ist sauber gemacht. Jetzt geht mir mal vor, wie gesagt. So schlimm die Airbrush ist, ne? Aber. Und warum ist nicht so gut angefangen? Sonst wird dann viel zu oft einfach ein Pumpe angenommen. Ja, das ist. Das ist echt doof, weil ich nicht. Ja, du wirst ja, du wirst ja bescheuert. Zwei Abende mit dabei gewesen. Du wirst ja total bescheuert, Franz. Ich muss mal meine Arbeitsplatte erweitern hier. Fällt mir gerade so auf. Die könnte auch so ein Längen-Upgrade vertragen wie der normale Schreibtisch. Ist ein bisschen kurz hier. Ich muss mit der Infinity unbedingt ein bisschen üben, weil die ist echt fein, die Düse. Mhm. Muss ja echt aufpassen. Ne? Ja, vor allem kannst du halt so wie hier, du kannst einfach mal die Türen anmalen auf einem fertigen Modell, ne? Ja. Es hat wenig nebenbei Nebel, aber. Das nicht so
getroffen. Ich habe für die nächsten Turniere mal so Brustkappen besorgt. Für Eintrittsgelder, die können damit fertig akzeptierten Geld halt ausgeben. Mhm. Und einmal für Catering. Ja. Na? Cool. Das Finanzamt prüft Imbiss und so weiter nach dem Verkauf ihrer Wurstpappen. Ja. Ja, macht ja Sinn. Ja, wenn die nämlich behaupten, sie hätten 200 Würstchen verkauft, aber 1000 Pappen rausgegeben. Ja. Dann stimmt ja irgendwas. Ja, ja. Macht ja Sinn. Bei dem Quickborn in dem Imbiss. Das war immer vor unserem Geschäftsgebäude, war so ein Imbisswagen, der dauerhaft nachher sogar da stand. Ja, nochmal, hast du einen Zettel und dann hat er mal so eine Wurstpappe rausgegeben. Thank you.
nicht leiden. Oh. Ja, gute Nacht. Chef? Den Nee. Weiß ich nicht, muss ich suchen.
Light. Da haben wir den nicht abgeheftet? In den Ordner? Ja, ich glaube schon. Ich glaube nämlich auch. Musst du den weißen Ordner mal schnappen? Ja, 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 ja. Den Eindruck erweckt, dass da oben so eine Granate eingeschlagen ist, wirklich. Und hat das so schön, ja, schön weggeschwärzt, ne? Das kriegst du halt nur schön mit der Airbrush, genau. So was. Also du kannst das auch bürsten, aber oh, das sieht... Die Telekom ist falsch. Nee, muss ganz vorne sein. So. Da musst du doch sein. Ich weiß, du hast das irgendwie eingeheftet. Da haben wir noch gesagt, hefte das ein. Hast du das, wer weiß, wo du das eingeheftet hast. Kann ich auch hier live beobachten.
Macken reinsprühen hier. Geschichte mit rein. So. Ja, es gefällt mir schon ganz gut. So, guck mal, jetzt kann ich sogar sagen, ich habe ein bisschen Guildball angemalt. Das war noch nicht Grundierung leer gesprüht. Was ist denn das jetzt hin? Weiß ich nicht. Seine Handy, seine Sim. Seine Sim-Pin verkabelt, ja. Wenn ich gesagt habe, änder sie, deswegen habe ich sie nicht aufgeschrieben. Er hat sie nicht geändert. Jetzt ist sie weg. Guck morgen mal. Ich weiß, dass er die Zettel irgendwo hingepackt hat. Er hat den Zettel hier eingeheftet. Ja. Wie gesagt, da steht nur die PUC-Nummer drauf, nicht die PIN. Ja, aber dann ist ja nicht so schlimm. Kannst ja dann dreimal falsch eingeben und dann hast du die PUC. Dann kannst du die PUC nutzen. Na, dann mach mal. Dafür ist die PUC ja da. Verstopft. Ja, das wäre natürlich geil. Die ist völlig verstopft.
Das ist das so. Das reine. Und hier, wir haben hier noch eine Kante und da passen wir ein Teil. Und oh, hier, schön, noch eine Ecke. Das sind wirklich keine Menschensteine. Selber nicht überlegt, wie man das hier anmalen soll in der Mitte, ne? Jetzt weiß ich, warum er da nie weitergekommen ist mit.
Nam 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 nam. Om nam 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 nam. Habe ich unterbrochen. Ich habe schon mal 4 Löffel genommen, aber ich hatte nur für 2 Becher Wasser drin. Oh. Maria Empfängnismischung, sagst du. Oh. Der hat aber auch ein Talent, Junge. Immer wenn es nicht passt, zwischen zu reden. So, was hätten Sie denn gerne an Infinity Höhskin? Farblich. Lila? Lila? Ich fürchte, ich habe keine lila Erbe. Oh. Gott sei Dank. Was rötliches. Ja, was rötliches. Braun und dann Highlights mit einem helleren Rot setzen. Ja, ich hätte da eine Idee, wenn man. Nee, es müsste dann umgekehrt. Also viele hellere Häuser. Ja. Einmal unten an der Schmutzkante noch mal so einen dunklen Streifen. Hm. Kann man so arbeiten. Das mache ich ja sowieso. Unten, der auf dem Boden, kommt mit Schwarz noch eine Schmutzkante wirklich. Ja, wir müssen ja auch so ein bisschen. Ja, ich meine, das kann auch die Ziel ja von der Fahrtweise. Ja. Ich würde jetzt das die rote Grundierung darauf jauchen. Mhm. Sieht dann so aus wie das, wie der Teufel getroffen hat. Mhm. Und dann mit einem wirklich relativ quietschigen Rot Highlights setzen. Ja. Gucken wir mal. Ja. Da probieren wir mal. Bei der Schrittdämmung.
Ja, wenn ich ich kann, ich steuere Schmodder. Und zwar, wenn ich runter drücke, kommt Luft. Und wenn ich nach hinten ziehe, kann ich die Farbmenge machen. Ich kann also, ich fange mit Luft an, ne? Und kann dann wenig Farbe rauskommen lassen, ne? Ich kann aber auch, ne, die Tür wegpusten. Und dann ziehst du immer relativ viel Farbe raus. Ja, das ist, geht eigentlich. Also das ist jetzt auch eine Düse, die unheimlich groß ist, ne? Die ist also extra für, die habe ich mir extra fürs Grundieren. Das ist also eine 0,4er Düse, die ist also richtig groß, da geht richtig Farbe durch. Eben um sowas hier zu machen, ja, ne? Ist halt zum Grundieren, wobei du auch hier kleine Sachen, also siehst halt, die nebelt halt relativ viel, ne? Aber für sowas ist hier natürlich optimal hier. Ich habe eine Zeit lang habe ich immer die Düse umgebaut. Ne? Oder zum Grundieren so eine billige genommen. So eine ganz einfache Pistole, so eine 30-Euro Pistole. Das geht auch. Aber irgendwann schlug die Dekadenz durch und ich habe mir so eine Infinity gekauft. Also das hier ist schon, jetzt grundiere ich mir eine 120-Euro Pistole. Ne? Und die für die feinen Sachen, die ist halt, das ist so ein 200-Euro Monster. Bei den Hader- und Steenbeck-Geräten ist halt das Schöne, dass die kannst halt super sauber machen. Kriegst halt Ersatzteile nach und. Ne? So, das Problem ist halt, was du halt hast mit den Airbrush-Farben. Das ist jetzt Grundierung hier, also Airbrush-Grundierung. Deswegen deckt die halt super, die Scheiße. Die kriegst du aus der großen und verdünnt kriegst du nicht gesprüht. Verstopft dir sofort. So, auch hier hätte ich, sollte ich verdünnen eigentlich, weil es einfach Farbe spart, ne? Weil hier haust du jetzt ja richtig Farbe raus. Aber so ein Gebäude grundieren und vor allen Dingen auch bemalen nachher, ne? Das verliert halt völlig seinen Schrecken, ja, in einer Airbrush. Und grundieren ist halt das Schöne, du bist wetterunabhängig, ne? Guck mal, schon wieder leer. Oh, ich habe jetzt im Sommer schon so viel gekauft und grundiert. Ja. Ich glaube, ich will bis zum Ende vom Winter genug anzumachen. Ja, das ist das.
So. Alles ein bisschen sauber machen wieder. War schon lange nicht mehr. Das ist halt auch so der größte Unterschied zwischen einer teuren und einer günstigen Pistole. Sprühen tun die alle. Das ist also Quatsch. Das sauber machen. Halt, ob du Ersatzteile nachkriegst, ne? So, das fängt mit einer Düse schon an. So einen Düsensatz ändern von so einer Billigpistole. Weil die verschleißen halt im Laufe der Zeit. Das kannst du schon vergessen. Das kostet sich schon mehr wie die ganze Pistole. Und du brauchst dann Werkzeug zum Beispiel, um die Düse abzudrehen. Das ist halt nervig beim Reinigen, ne? So, hier kannst du alles auseinanderdrehen. So, und die günstigen haben meistens so eine eingeschraubten Düsen. Da bist du irre bei. Also wie gesagt, vom Sprühen ist Lachs, aber. Farbe kommt aus beiden raus. Das ist halt auch immer gerne ein bisschen theaterfrei. Mit, oh ja, das muss ja, das ist ja richtig. Ne? Teure Pistole, das ist so. Gut, damit kann man gute Ergebnisse, totaler Quatsch. Das ist wie mit einem Foto, ist wie mit einer Fotokamera. Was macht jetzt das gute Foto? Die gute, teure Kamera? Oder das teure 3000 Euro Objektiv? Oder wird das Foto trotzdem scheiße, wenn du keine Ahnung hast, was für ein Motiv du wählst? So, das ist... Ja, wenn du dich falsch hinstellst und nicht auf das Licht achtest. Genau, das ist einfach egal. Deswegen kannst du auch, wenn du geübt hast und ein Gefühl hast, was sieht gut aus, was sieht nicht gut aus, wie stelle ich mich hin, wo muss das Licht sein, oder sonst, dann kannst du auch ein super Foto machen. Mit einer Handykamera, das reicht vollkommen. Mhm. Die sind heute so gut. Ne? Ne? Kein Mensch braucht eine Spiegelreflexkamera, um Bilder zu machen. Vor allen Dingen, weil viele ja dann, wenn sie mit Spiegelreflexkamera fotografieren, so Automatikmodi benutzen und sowas. Ja, wenn ich so einen Automatikmodus benutze für alles, ne? Der mir sagt, welche Belichtungszeit ich nehmen muss und welche. Ja, dann wozu, warum nehme ich dann nicht gleich eine Kompaktkamera, die das auch macht? So, warum brauche ich denn, ja, aber jetzt Objektiv, wozu muss ich denn das Objektiv wechseln? Das machen die meisten ja auch nicht. Ne? Oder welches Objektiv nutze ich denn wann? Ne? Dann kommen wir hier rein. Wir haben das Objektiv über den Tierpark. Die Tiere kommen. Weil sie mit dem Standard nicht ankommen. Dann sind die nur so klein. Genau, so ein klassisches Zoom-Objektiv. Ja. Ne? Oder so weitwinklig willst du oftmals ja, wenn du so Landschaftsaufnahmen machst und so einen Scheiß. Dann wird es ja ein bisschen weitwinkliger sein. Und dann kommt es halt, es kommt halt auch echt immer drauf an, was du dann damit machst. Also wozu, was willst du tun? Das entscheidet dann halt auch noch drüber, ob du eine Kamera zum Beispiel, wenn du Videoaufnahmen machst, dann kommst du fast an einer DSLR nicht vorbei. Kein Mensch kauft den Camcorder mehr. Weil diese Dinger, das ist eine Geräteklasse, die tot ist. Ja, gibt's noch.
So, dafür kotze ich immer, wenn es um normale Aufnahmen geht. Weil meine Objektive sind jetzt alle aus Warte des Videofilms gekauft. Ich habe zum Beispiel kein Weitwinkel-Objektiv. Das brauche ich gerne mal. So, ich brauche aber, wenn ich mir ein Objektiv jetzt kaufe, dann habe ich immer das Videoaufnahme drin. Und ich brauche eine gleichmäßige Blende. Ich kann ein Objektiv nicht gebrauchen, so ein normales, sag ich mal, 18 mal bis 55 mm. Ne? Was so das Kit-Objektiv, das kann ich nicht gebrauchen zum Videofilm. Ja. Weil wenn ich die Blende öffnen und schließen muss, ne? Oder die Brennweite verstelle, dann kann ich ich brauche eine gleichmäßige Blende unter allen Brennweiteneinstellungen. Das heißt, ich muss durchgängig 2,8 oder sowas haben, also möglichst kleine Blende, damit ich möglichst viel Lichter in den Sensor kriege. Ja. So, jetzt so ein Kit-Objektiv, was du hast, um so Wald- und Wiesenfotografie zu machen, ne, was so bei ist, wenn du so eine Spiegelreflex kaufst. Ja, die haben aber 3,5 bis 5,6. Das heißt, wenn ich die Blende verändere, wenn ich die Brennweite verändere, verändert sich auch die minimale Blende. Mhm. Das bedeutet, ich kriege weniger Licht rein. Normalerweise, Fotografie ist egal, setze den ISO höher, ne? Machbar, rauscht aber irgendwann im Bild. Okay. Oder du setzt einfach die Belichtungszeit höher. Ne? Das heißt, du belichtest etwas länger, kriegst ja auch mehr Licht in den Sensor. Du musst halt irgendwann mit Stativ arbeiten, weil das zu lange dauert. Mhm. Kann ich aber nicht als Filmer, weil ich festgelegt bin auf 1/50. Mhm. Ich kann nicht mit der Belichtung spielen. Ich habe mit der Belichtungsdauer, ich habe die immer fest. Dementsprechend kann ich das nicht. So, also brauchst du ein weitwinkliges, als wenn du dann so ein Objektiv holst, was mit einer möglichst hohen Lichtausbeute ist, weil sonst, wenn sich die Blende jetzt verändert, wird das Bild ja dunkler werden. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo ich innen filme, habe ich ein Bild, sag ich mal, relativ hell, ist alles toll, und dann zoome ich ran, dann kriege ich die Blende aber nicht mehr so zu. Das heißt, der Bildeindruck ändert sich. Das sieht im Film total kacke aus, wenn auf einmal ein Bild heller, ein Bild dunkler ist, ne? Ja. Eine Szene. So. Also kostet so ein Objektiv 1000. So. Also geizst du damit. Ich habe mir jetzt so festen Brennweiten, arbeite ich gerne. Mhm. Das natürlich dann, wenn ich jetzt fotografiere, bedeutet das immer Objektiv runter, Objektiv auf. Andere einstellen. Objektiv runter, Objektiv auf. Wobei das ganz cool ist, weil du dich bewegst. Weil die meisten, also wenn du fotografierst, musst du halt auch achten. Wenn du so Urlaub, du sitzt da und dann stehst du oben auf diesem Turm und machst von diesem Turm aus einmal in die Richtung fotografieren, einmal in die Richtung, dann einmal die Kinder mit Vater, die Kinder ohne Vater, immer aus der gleichen Warte raus. Immer stellen sie sich immer vor das Objekt. Ne? Der Brunnen in der Toskana. Und du bleibst mit deinem Arsch, bleibst du stehen. Willst du dich da ran, zoomst du ran. Ne? Oder du zoomst raus und so weiter. Ja. Damit ist die Komposition des Bildes immer gleich. Ja. Hast du eine Brennweite, musst du mal dich da ran. Du musst dich bewegen. Das heißt, du bist gezwungen, dein Bild immer wieder neu zu kreieren. Ja. Du kannst nicht sagen, oh ja, das ist eine schöne Position. Du hast immer den gleichen Verkaufsstand unten links und immer das gleiche Verkehrsschild oben rechts. Mhm. Es ändert sich zwar in der Mitte mal mit Kindern, mal ohne Kinder und so was, aber du hast halt immer so wiederkehrende Elemente drin. Und das hast du nicht, wenn du mit einer Brennweite, wenn du jetzt die Festbrennweite drauf machst und ich muss auf einmal 10 Schritt weiter vorlaufen, weil ich muss dich daran, weil ich muss zoomen. Das heißt, wenn ich ranzoome, muss ich dich daran latschen. Mhm. Na?
Also es hat aber, dafür wechselst du andauernd und dann rennst du da und hast immer, ich habe immer, wenn ich unterwegs bin, habe ich immer drei Koffer dabei mit allem möglichen Scheiß. Ne? Videolicht, Stativ und. Mal gucken, ich will mal, jetzt wenn wir in Haaren an der Ems sind im Urlaub, dann will ich mich mal intensivst in die Fotografie stürzen. Mir ist mal mein Objektiv kaputt gegangen, mein Standardobjektiv. Das ist mir doch damals in der Klosterstraße, ist mir das so mal runtergefallen, ja, die Kamera. So, das hat die Kamera jetzt zwar wunderbar mitgemacht, aber... Aber das Objektiv funktioniert so noch, aber... Ist halt total kacke, das Bild, ne? Es ist verschwommen, also es ist irgendwas innen drin, haut nicht hin. Und jetzt habe ich mir das gleiche Kit-Objektiv, also das ist dieses Kit-Objektiv, was drauf ist, das aber so zum Schnappschüsse machen. Im Urlaub ist das halt ganz cool eigentlich. Ne? Ja, hängt auch davon ab, was man da gerade machen muss. Wenn man weiß, ja. Hey Gott, wir gehen nur in die Stadt und hier und da würde ich meine Familie mal ein bisschen fotografieren und vielleicht das ein oder andere Mal so. Ja. Aber wenn du dann oben auf die Burg oder auf dem Hügel mit Landschaft fotografieren willst, dann muss halt was anderes tun. So, dann stehe ich jetzt und sagst so, oh ja, so ein anderes Objektiv bräuchte ich. Das und das. Ja, aber ich liebe Olga ja irgendwann nochmal mit einer anderen Kamera, weil zum Videofilm, ja, kaufst du dir dann jetzt noch Objektive für eine Kamera, wo du weißt, vielleicht... Ich versuche jetzt im Moment immer mal, guck immer mal, dass ich gebrauchte Objektive kriege. Dass man nicht zu quietschig ist hier. Ja, und das ist halt so eine Düse jetzt. Oh ja, das müssen. Ne? So, kannst du aber auch, aber.
schon anstrengend für den Arm. Wird sie normalerweise, weil du ihn nicht so komisch nicht bewegen kannst, ne? Es ist so anstrengend für den Unterarm. Es nervt langsam. Ja, mal gucken. Das wäre cool, wenn das nicht mehr wehtun würde. Und nächste Woche Dienstag ich wieder Röntgen. Cool. Brady mir heute, der ist so wütend geworden. Man war heute noch so ein Sommerfest in der Schule. Und Martina mit hingefahren. Und ich haben ihn also von dieser Nachmittagsbetreuung abgeholt. Und da war quietsch vergnügt und dann sind wir in die Schule rein. Dann. Das stört halt nachhaltig. Da ist er dann doch ganz Autist, ne? Das stört dann nachhaltig seinen Tagesplan. Mhm. Alter, war der knatzig. Wir hatten schon überlegt, wir müssen wieder nach Hause. Dann waren wir uns aber beide einig, so, Mensch, eigentlich wollen wir den nicht gewinnen lassen, ne? Das ist so. Dann hat er seinen Willen gekriegt. Ist auch irgendwie blöd. So, und dann zappelt er da rum, greift mir an den Arm und drückt ihn so nach oben hoch, ne? Oh. Alter. Mir standen die Tränen in den Augen. Deswegen, ich muss mit Brady total vorsichtig sein gerade. Mhm. Weil der ist so knapp. Und der hat ja auch so Bärenkräfte, der Knirps. Ne? Du, wenn du den schiebst und er will nicht weiter, ne? Mit seinem Rollstuhl. Den kriegst du auch nicht weiter, ne? Mhm. Der hält den Rollstuhl fest. Und dann drehen die Räder, die schleifst du so, die stoppen. Das hält er mit den Händen. Ne? Meinst du hier? So, also, guck mal, jetzt spüren wir da noch so einen Schatten rein. Ja.
ganz leicht. Thank you.
So. Mozi war auch so ein bisschen, oh, ich will aber eigentlich nicht Tabletop machen. Das brauchst du ja auch nicht. Ich sag, wir sollten sowieso die Aufgaben komplett neu verteilen und uns dann auch mal einen sehr großen und je nachdem, oder was heißt sehr großen, aber einen anständigen erweiterten Vorstand zulegen. Mhm. Ich sag, das heißt ja nicht, dass du das machen musst. Ich sag, mach's einfach. Macht ja Sinn, dass du deinen Cosplay-Kram da machst, wenn du das hochziehen willst. Montag treffe ich mich im Clubraum mit Rainer Knöbel. Das ist der Wattenbecker Spieletreff-Typ. Der ist doch auch Vorstand von der Gilde jetzt. Er hat sich doch breitschlagen lassen und dann als dritter Mann. Und ist, glaube ich, zusammen mit Lasse der Einzige, der überhaupt greifbar ist, weil der erste Vorsitzende sich nicht mehr blicken will. Der wollte halt schon, jetzt sind sie halt gucken, dass sie die Satzung ändern müssen und kennt sich halt keiner mit aus und ich sag, ja komm, ich helfe euch da. Ist trotzdem Quatsch. Sollen den Laden zumachen, sollen zu uns kommen. Als Kasper fahren. Aber jetzt wollen sie, geht halt auch darum, wahrscheinlich, weil sie jetzt Neuwahlen machen müssen, wollen sie, ja, dann müssen wir nochmal neu wählen. Ich sag, was ihr machen müsst, ihr müsst auf jeden Fall die Satzung mal ändern. Ich sag, ihr müsst auch irgendwas haben, auf deren Basis ihr sprechen könnt. Ja, haben wir doch. Nee, ja, wir haben beschlossen auf der Mitgliederversammlung, dass der Vorstand eine neue Satzung bauen soll. Das ist ein Unterschied. Ich sag, weil somit ist das völlig unkonkreter Scheiß. Ich sag, wir müssen den Kram schon festgelegt haben.
Also am besten bereitest du das vor. Das hätte der alte Vorstand schon machen müssen. Ja, wir wollen in Zukunft 3 Leute haben. Antrag ist Änderung der Satzung, Paragraph. Alt sieht so aus, neu sieht so aus, ja, nein. So, dann das kannst du machen, das funktioniert. Ja, das brauchst du nicht mehr erklären. Also wenn da keiner rumquakt. So, aber dann, die meisten können sich da nichts drunter vorstellen. Die muss genau sagen, vor allem hätte man dann eine fertige Satzung gehabt und hätte sagen müssen, ja, die haben wir beschlossen. Damit kannst du danach arbeiten, aber wirklich maßgeblich. Das ist das Problem. Also, wenn in der Satzung steht, du musst dich eintragen im Clubraum, ne? In den Kalender, musst du zwingend, ist deine Pflicht als Mitglied. Das haben wir jetzt beschlossen. Dann ist das schön, dass wir das beschlossen haben. Das wird aber erst zum Gesetz, wenn das im Vereinsregister eingetragen ist. Natürlich wird schon danach verfahren, aber wirklich bindend ist es halt erst dann. Jetzt ist so mit der... Geht das ja mal darum, ja, die Spiele wollen wir retten, weil die... Ja. Ja, ja, aber sogar, du musst das sogar spenden, wenn du die Gemeinnützigkeit verlierst. Das heißt, nehmen wir mal an, dieser Verein, die Gilde, hätte aus irgendwelchen Grund, weil sich der Gesetzestext ändert, ne, die Regularien sind anders, oder die Jugendsparte fällt weg, dann kann es sein, dass sie sagen, ja, hör mal zu, werte Gilde, ihr seid jetzt nicht mehr gemeinnützig, ihr seid nur noch ein e.V. Ja. Hat er so jetzt keine Nachteile für den Verein? Außer wenn in deiner Satzung steht, dass du in dem Fall du alle deine Inventar, dein gesamtes Inventar dem JVN spenden musst. Mhm. Und so steht das da drin. Das heißt, auch beim Wegfall der Bedingungen, Grundvoraussetzung für die Gemeinnützigkeit. Und das ist schon wow. Ja, das kriegen wir ja nicht hier geändert. Das ist doch nur eine Satzung. Das kannst du doch ändern. Ne? Ja, das wäre Unterschlagung und ich mache mich doch nicht strafrechtlich, ich mache mich doch nicht strafbar. Ich sag, was? Hä? Das verstehe ich nicht. Ich sag, wieso strafbar? Ja, weil die Mitglieder haben das ja so beschlossen. Ja, deswegen änderst du die Satzung. Dann haben die Mitglieder was Neues beschlossen. Ich sag, du kannst das auch rausziehen ohne Beschluss. Das ist doch ganz einfach. Ich sag, da steht zwar drin, dass wenn der Verein sich auflöst, dass alles an JVN geht. Da steht aber nicht, dass du es nicht für 1 Euro verkaufen darfst. Du kannst das auch einfach verkaufen und dann die Bude dicht machen. Also es ist... Da hat ja auch keiner einen Rechtsanspruch drauf. Diesen Euro Verkaufserlös, den musst du natürlich dann dem JVN spenden. Aber... Ja, die haben so viel für uns getan. So, ja, weil die waren ja, über die haben sie ja immer die Räume gekriegt und alles. Okay. Und wir müssen, ich sag auch, Leute, das ist so, weißt du, wenn ich die Spiele nicht mehr haben kann, dann soll sie keiner haben. Dann will ich sie auch den Mitgliedern vorenthalten. Mhm. Mir ist das ja persönlich scheißegal. Ich würde das nur ein bisschen schade finden, wenn mein Verein quasi
von den Leuten her weiter besteht. Dass die Spiele dann in so einem, JVN-Spielefundus rumgammeln. Ja, und der JVN-Spielefundus. Kannst du die abspielen, die an Schneider eigentlich? Nee. Ich weiß nicht, ob JVN irgendwie so eine Spielesammlung hat. Im JVN-Gebäude. Das macht natürlich sein, aber das ist dann nachher alles weg. Kümmert sich doch keiner drum. So, Mitgliederversammlung ist jetzt erst im September. Vorher war kein Termin zu kriegen. Der einzige Termin, der zu kriegen ist, da bin ich in Urlaub. Und da habe ich Kraft eigener Arroganz beschlossen, der Vorsitzende sollte schon dabei sein. Ja. Vor allen Dingen, weil wir diesmal relativ viel abstimmen müssen. Wir haben eine Wahl, wir können ja Nozi nicht einfach annennen. Nee. Ne? Ich glaube zwar nicht, dass so viele Leute da noch gegen OC antreten werden. Von daher ist das so eine Proforma-Sache. Weil dann brauchst du nämlich nicht... Das ist halt die größte Stärke an so einer Airbrush. Du verbrauchst unglaublich wenig Farbe, ne? Du kannst halt sehr... Genau. Was so ein bisschen Lichtkanten machen, ne? Ja. Ein bisschen dreckig machen. Ja, so kriegst du die Dreidimensionalität viel besser rausgearbeitet, ne? Ja. So. Schön grau. Dann kommt der rauf. So als Kontrast noch.
Ne? So, dann mache ich jetzt noch grau und dann war es das auch vorher noch nicht. Schwarz mit rein. Blub. Blub. Das ist halt auch so gut, weißt du, dann nimmst du die Farbe, sprühst das an, na, Verstopfer. Nimmst die gleiche Farbe, die du noch drin hast, haust ein bisschen schwarz zu. Sprühst das nochmal nach. Dick.
ein bisschen dick. Du merkst richtig, wie sie sich wehrt, da rauszukommen, die Frau. Nächste Woche wieder ein Haus mit, ne? Hm?
Ja, kannst du machen. Das steckt kein Snakes an. Wie gesagt, im Moment macht Miniaturen anmalen. Kann selbst so, so anstrengend letzte Woche. Hat 3 Tage später wehgetan. Das geht zwar, ja, aber das schockt nicht. Ein bisschen, ich muss malen, muss mir Spaß machen, sonst bin ich unmotiviert. Wenn ich unmotiviert bin, fehlen meistens 5 Farbschichten. Ja, leider das Ergebnis. Also das ist hier so eine Arbeit, die geht mit dem Pinsel in der Tat schneller. Aber doch, ich glaube ja. Also grau. Bisschen grau bürsten. Nö, also ich muss schon anmalen, aber. Eigentlich müsste dann logischerweise auf der anderen Seite gegen ihr Fenster sein. Das wird relativ vorsichtig sein. Aber auch das geht halt, ne? Ja. Allerdings, dafür brauchst du eine feine Düse. Mhm. Also das brauchst du mir dann nur 4er-Düse nicht versuchen. Ja. So, was muss ich eigentlich genau hin? Kommen wir der Farbe. Deswegen kannst du mit so einer feinen Pistole kannst du halt auch wirklich Rüstung malen, ne? Mhm. So. So. Ja, das war das. Komm, jetzt machen wir Folgendes. Hier braucht man ein ganz helles Grau oder am besten Weiß. Ich hoffe, das klappt. So, jetzt kommt hier ein bisschen Weiß rein. Schön. Ne, die ist so dick. Die grisselt. Aber theoretisch hätte sie jetzt noch in jedes einzelne Ding. Guck mal, siehst du auch, wie das verstopft. Siehst du, das blubbert total. So. Alles klar. Tschüss.
So, Freunde. Was ist das denn ein Kack hier? Da hat doch keiner was. Was ist das für ein Text-Scheiß? Look. Zack. Ist für die alles blöd. So. Ja. Und das war's. Mein Arm ist kaputt. Immer noch. Ja, ich beende den Stream. Mache jetzt nur noch sauber und dann höre ich auch auf. Ja, bis zum nächsten Mal. Und falls ihr zugeschaut habt, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus.